Oh, das sieht ja verdammt nochmal richtig klassomatenmäßig aus. Wir sind zurück in der Gierfabrik von Dr. Wily. Wir haben das erste Level überwunden und werden jetzt das zweite Opel-Level starten in die Fabrik des Mordens. Das sieht so aus, als würde das Ding auf mich zukommen. Oder auch nicht. Das ist vielleicht für die leichteren Schwierigkeitsgrade gedacht. Oh Gott. Habt es gesehen? Ich frage mich nur, was das für eine Art von Zug gewesen ist. Ich komm, tschub. Park. Schnell weg! Schnell weg! Wie habe ich das nur geschafft? Unbeabsichtigt. Oh nee! Stirb! Ja! Und runden durch! Ja! Und runter weg! Nein! Da kommt der Zug des Todes, den ich eben gesehen habe. Schnell, oh Gott. Na, spring du Lump. Ihr könnt mich mal. Natürlich darfst du springen. Mal gespannt, ob das jetzt besser funktioniert als letztes Mal. Und schön. Yep. Zumindest immer ein bisschen wissen, was passiert. Komm, fahr mal runter. Okay. Ah, das kann man sich hier haben will. Scheiße. Schnell. Hör auf, den höheren Weg zu begatten. Ich meine, mir hier zu verwehren. Das wollte ich gesagt haben. Gut, aber da wird bestimmt noch eine drastisch schlimmere Stelle kommen. Aua! Ja, das muss man auch erstmal wissen. Okay, ich habe gedacht, das wäre ein Miniboss. Aber offensichtlich ist es keiner. Achso, den kann ich bestimmt umbringen, wenn der... Okay, den kann man auch kaputt machen. Das muss man ja auch erstmal wissen. Was man auch mal wissen muss, krieg ich nochmal Hitpoints, Punkte dazu. Das wäre jetzt sehr cool. Aber nein, sie lassen mich nicht. So, schön rüber. Und nochmal rüber. Mal sehen, was sie jetzt hier aufgebaut haben. Ja, wieso können die jetzt plötzlich hier rüber zu joinen? Was, ich bin immer noch am... Oh Gott, wie lang ist dieses Level denn? Yeah. Okay, sollen wir das erstmal hier wieder wegfloxen? Okay. Nächster Teil. Komm, jetzt wissen wir Ja, natürlich. Okay, hätte man das beim letzten Mal irgendwie gewusst, dass die Viecher auch noch so scheiße rumspringen können, wäre mir das nicht passiert. So, ab dafür. Töten. Rache. Verdammt. Ihr seid zu viele. Resistance is futile. Ihr könnt mich... Oh, was? Du warst doch nicht fertig, so eine Schweinerei. So, der ist hin. Das ist die Sniper-Joe-Stage. Okay, jetzt ab, zack, nach oben. Ah, wir haben den ersten Speicherraum erreicht. Okay, das hätte mir vielleicht noch eben auch gelingen können. Aber nein, natürlich. Scheiße, ist das Kacke! Warum? Diese kleinen Mistviecher! Boah, ist das zum Kotzen, was hier einen die Schwierigkeit damit erhöht, ey! Was, der ist immer noch am Leben? Knappomat! Nein, oh ja. Oh, hier kann ich farmen! Soll ich das tun? Eigentlich schon! Toll. Schon schön rüber, meine ich. Ah, wundervoll. Das ging ja wie am Schnürchen. Oh. Ja, Rache.
für den einen Typen aus dem anderen Level. Lol. Oh, weg, weg, weg. Uiuiui, knapp, knapp, knapp. Natürlich. Ja, alle... Spring doch wenigstens, wenn ich... Was habe ich nicht benutzt? Oh, das war's. Boah, das ist aber sehr sportlich. Das ist aber mal übersportlich, was die von einem abverlangen mit diesen Viechern da. Nein, ich habe das Ding nicht benutzt, verdammt nochmal. Achso, das war noch gar nicht die fiese Stelle. Oh Mann, ich drücke den scheiß Sprungknopf und er springt nicht. Oh, wenigstens der Weg frei. Oh. Falk! Natürlich! Schnell umbringen lassen! Oh Gott, oh, ein Speicher. Oh, womit habe ich das verdient, dass ihr mir hier ein Speicherpünktchen gemacht habt? Oh, das ist aber zu liebenswürdig. Oh, das ist aber zu liebenswürdig, dass du sogar drauf gehst. Aber es wird jetzt bestimmt noch schlimmer. Da kommt die Decke. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Hast du Ladehemmungen? Hemmungen auf jeden Fall. Warum ist die Decke? Da oben, die ergibt keinen Sinn so wirklich. Oh Gott. Wie funktioniert denn das? Oh, ich komme gerade. Wie schafft man das denn? Und roll, zumindest das habe ich geschafft. Ach so. Oh Gott. Yay, 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 yay. Oh, souverän. Zeig dich. Weg mit euch, komm. Nein, nicht reinspringen. Ui, Lebenspunkte. Oh, ich habe die Dr. Wily Ende hier. Das Ende ist da. Oh. Mal sehen, was hier jetzt auf mich zukommt. Okay, Stage ist schaffbar. Instant Death gegen... Oh, das ist Britzlor. Die Britzelkugel. Upsi. Nein. 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 Britzlor? Nein, Britzlor! Wie kannst du es wagen, Britzlor? Ah! Ich hasse Britzlor. Da springt man und dann macht er einen hinüber. Der Lump. Okay, ist die Frage, ob man ihn abschnippeln lassen muss. Also so richtig abstrampeln. Mal gucken. Nein, Britzlor! Okay, man muss ihn so ein bisschen strammisieren. Nein, Britzlor! Britzlor? Hörst du auf, Britzlor? Britzlor, nein! Er macht so ratatatatatz! Ja, natürlich, weil ich... Oh Gott, Britzlor kommt. Okay, Britzlor macht Chapiu, Chapiu, Chapiu. Nein! Mann, oh, warum bin ich auch gesprungen, ich Depomat? Warum zum Henker bin ich auch gesprungen? Ich wusste, wenn ich springe, dann falle ich auch wieder runter. Aber ich muss direkt runterfallen. Dann hätte es geklappt. Jawohl, ja. Hm. Das ist jetzt deprimabel. Egal. Oh oh. Scheiße. Yep. Oh oh. Verdammt. Ja, wenn ich mal treffen würde, würde der Boss auch vielleicht mal sterben. Okay.
Fark! 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 Oh, da kommt was zurück. Oh Gott. Nerf! Naus! Jaus! 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 Klackokack! Klackokack! Haha! Oh, ich habe gerade gedacht, ich hätte es verkackt. Interessant, dass die Spezialbosse hier teilweise doch ein Stück leichter sind als die Standardbosse. Die Great Eight meine ich. So, wir haben hier noch ein komisches Level. Und das machen wir beim nächsten Mal. Ciao.